Gut. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Aktienlos TV. Ja, letzten Donnerstag hatten wir ja unsere digitale Lounge mit Weintasting und das Thema war Depot-Must-Haves in Sachen Luxus, Lifestyle und Sport. Ja, und da haben wir im Anschluss noch jede Menge Fragen zu dem Thema bekommen und da dachte ich mir, wir drehen dazu einfach nochmal ein extra Video, um diese alle zu beantworten. Aber werfen wir vorher nochmal einen kurzen Blick auf die Märkte. Wir drehen ja das Video jetzt am Montagnachmittag, ausgestrahlt wird es dann wahrscheinlich erst am Dienstag, aber aktuell sieht es so aus, dass der DAX heute richtig im Abwärtszug ist. Herr Jürgen, an was liegt es denn? Sind es die gemeldeten Neuinfektionen oder was meinst du? Ja, im Grunde genommen, wie immer, wenn die Korrektur dann kommt, dann werden die Gründe nachgereicht. Und ich meine, das, was jetzt genannt wird, zum einen der Handelsstreit zwischen China und den USA oder auch die vermeintlichen Infektionszahlen wieder in die Höhe gehen, das ist ja alles nichts Neues, ja. Oder also diese Problemkreise, die da jetzt genannt werden, die hatten wir schon vorher. Und da trifft einfach wieder der Spruch zu, dass Kurse Nachrichten machen und nicht umgekehrt. Ja, also jetzt wird das halt alles aufgeführt, was vor 2, 3 Wochen überhaupt keinen interessiert hat. Ja, jetzt sind es die Gründe dafür. Es war Zeit, dass die Märkte auch wieder mal Luft ablassen, vor allem im Technologiebereich. Und natürlich, wenn dort, wo die großen Player mittlerweile zu Hause sind, wenn da mal der Stecker gezogen wird, da kann sich der Rest da einfach nicht verlösen. Und dann haben wir grundsätzlich natürlich jahreszeitliches Problem. Diese Wochen jetzt bis Mitte Oktober sind irgendwie immer kritisch in der Vergangenheit oder sehr oft kritisch gewesen, weil insgesamt das Umsatzvolumen deutlich dünner ist, ehe dann ab Mitte Oktober, wenn die neue Berichtssaison dann wieder losgeht, dann auch wieder die Impulse der Unternehmen kommen. Also von daher, ich sehe das ja alles auch recht positiv, weil, wie gesagt, auf den Niveaus, wo wir uns da bewegt haben, da haben wir uns ja wirklich schwer getan, Kaufempfehlungen auszusprechen. Und wer uns hier auf Aktienlust verfolgt, der hat das ja immer gespürt, dass wir wirklich gesagt haben, Leute, das ist jetzt ein Spiel, jetzt zu investieren, wartet irgendwann, auch wenn wir nicht wissen, wann, gibt es auch wieder mal günstigere Kurse. Vielleicht haben wir jetzt die Phase und das kann noch ein Stück weitergehen. Also wie gesagt, ich würde mir ja wünschen, dass die Nasdaq auch nochmal auf 10.000 zurücksetzt. Da hätten wir wirklich eine Marktbereinigung und auch wieder eine Basis, von der aus es auch dann wieder lohnt, langfristig da Positionen aufzubauen. Und für Anleger, die jetzt noch drin sind, wie sollten die sich verhalten? Nicht verkaufen. Das ist jetzt eigentlich schon wieder fast zu spät. Also das ist ja das, wir haben ja Gewinnmitnahmen angeraten, als wir in dieser Euphoriewelle waren, die Splits bei Apple, Tesla, das war so wie der Höhepunkt dieser ganzen Welle. Und da haben wir ja empfohlen, nochmal Gewinne mitzunehmen. Und jetzt haben viele ja auch schon einiges verloren. Und das ist jetzt so das Spiel. Natürlich, wahrscheinlich werden die Kurse noch billiger, ja. Und wahrscheinlich kann man auch jetzt auch noch verkaufen. Aber wer geht dann wieder auf die niedrigeren Niveaus rein? Das ist immer die große Frage. Also weil die Stimmung dann natürlich noch schlechter ist. Man erwartet dann, dass es noch tiefer geht. Dann gibt es so eine Zwischenerholung, was man denkt. Aber vielleicht ist das dann auch schon wieder die Trendwende. Von daher, das kriegen die wenigsten hin, dann wirklich da wirklich gut zu traden. Von daher würde ich jetzt schon eigentlich fast wieder sagen, zu verkaufen, das ist schon wieder zu spät. Ja, 2 Fragen habe ich noch, die mich selbst interessieren, bevor wir dann zum eigentlichen Thema Luxus, Lifestyle und Sportaktien kommen. Und zwar Online-Broker-Aktien, die sind ja aktuell sehr stark, unter anderem auch Flatex, die ja auch am Mittwoch Zahlen präsentieren, oder auch Wall Street Online, den Börsenportalbetreiber mit dem neuen günstigen Smart Broker. Ja, bei Wall Street Online bin ich ja sogar selbst investiert. Jetzt interessiert mich, ob du hier weiteres Potenzial siehst oder lieber auch mal Gewinne mitnehmen würdest, da ja die Aktien auch stark gelaufen sind. Also definitiv weiteres Potenzial. Man muss sich ja nur anhören, was aus den Unternehmen selbst berichtet wird. Ja, die kommen nicht nach, Konten zu schreiben, Konten zu eröffnen. Der Ansturm ist gewaltig, weil eben immer mehr Menschen erkennen, dass an Aktien kein Weg vorbeiführt. Ja, also der Trend ist ungebrochen. Klar, die werden jetzt auch mal ein bisschen Gewinne hergeben müssen, weil natürlich eben diese Kurssprünge da auch sehr, sehr stark waren. Aber perspektivisch sehe ich da durchaus noch weiteres Kurspotenzial, weil wenn wir es nicht wieder verhumpeln hier in Deutschland, könnte wirklich mal sowas wie eine neue Aktienkultur, eine neue Anlegerschaft da heranwachsen, die auch dabei bleibt und die auch eben mal nicht gleich wieder die Nerven verliert, wenn die Börse mal korrigiert.
Dann habe ich noch eine Frage zu meinem Zockerdepot bei Tele Columbus. Die habe ich ja auch in meinem Echtgelddepot. Ja, und seit den Quartalszahlen, eigentlich so Mitte August, ist die Aktie ja nur gefallen. Ich bin jetzt wieder auf Einstand. Na gut, heute nach dem Tag leicht runter. Was ist denn der Grund dafür und wie siehst du die weiteren Aussichten bei Tele Columbus? Also grundsätzlich wird natürlich hier auch wieder alles Mögliche spekuliert, warum, weshalb, wieso. Natürlich, es gab diese Übernahme-Fantasie, United Internet wurde ja da genannt. Vielleicht ist das heute auch ein Grund, weil United Internet stark unter Druck steht, ja, also über 20% verliert, weil man eine Gewinnwarnung ausgesprochen hat. Und das heißt natürlich, das macht ja eine Übernahme unwahrscheinlicher jetzt erstmal kurzfristig. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass hier viele, viele Privatanleger aktiv waren bei Tele Columbus. Und wenn die halt nervös werden und es gibt keine Käufer, die dagegen halten und die ersten Privatanleger, die werfen ihre Aktien auf den Markt, ist bei so einem engen Titel dann schnell auch mal Land unter. Und das erklärt vielleicht dann diese übertriebenen Reaktionen. Ja, dann kommen wir nun zu unseren Fragen, die wir noch zum Thema Luxus, Lifestyle und Sportaktien bekommen haben. Ja, der Olli fragt, was zum Thema Nike, Adidas und Puma. Die haben sich ja seit dem Corona-Crash alle bereits bestens erholt. Nike und Puma stehen sogar auf Allzeithoch, schreibt er, obwohl die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr aufgrund geschlossener Shops drastisch gesunken sind. Zwar haben die Online-Verkäufe beträchtlich zugenommen, was von den Anlegern honoriert wird. Doch lohnt sich jetzt auf diesem hohen Kursniveau noch ein Einstieg, möchte er wissen, oder soll man zunächst Rücksätze abwarten? Gut, jetzt sehen wir vielleicht sogar die Rücksätze. Genau, also die Frage erübrigt sich einfach eigentlich, weil wir eben diese Rücksätze gerade sehen. Und das kann eben noch ein Stück gehen, aber perspektivisch natürlich top, top Aktien. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wir haben es ja bei unserem Golf-Event da mal thematisiert. Der Anteil am Gesamtmarkt der Bekleidungsbranche nimmt da permanent zu, weil Sport, es ist immer mehr Lifestyle, man kombiniert das immer mehr auch mit wirklich auch Business-Outfits und so weiter. Und das ist ein Trend, der weitergeht. Auch dieses überhaupt das Sportbedürfnis, Fitnessbedürfnis der Menschen wächst. Man weiß, man muss was tun für die Gesundheit. Und das ist ein Trend, der sicherlich noch viele, viele Jahre andauern wird. Und das sind wir eben mit den genannten Aktien auch gut aufgestellt. Also klar, Adidas, Nike allen voran, Puma natürlich auch durchaus trendy und Antasports, ja, aus China, sicherlich gerade im Heimatmarkt gut aufgestellt. Und die anderen, die wir ja am Samstag da genannt haben, da kann ich auch nur noch mal dran erinnern, wir haben nicht nur Golf gespielt, ja, wir haben dort auch über die Börse gesprochen und da einige interessante Aktien ja auch genannt. Ja, dann schreibt er noch, im Juli und August nächsten Jahr sollen ja die Olympischen Spiele 2020 in Tokio nachgeholt werden, vorausgesetzt Covid-19 ist dann unter Kontrolle. Könnte das denn für einen weiteren Kursschub von Sportartikelausrüstern wie Nike, Adidas, Puma und so weiter sorgen und sollte man vor diesem Hintergrund jetzt auch schon in diese Aktien einsteigen? Und was ist dann dein Favorit? Also klar, diese sportlichen Großereignisse sind für die Sportartikelhersteller immer irgendwie natürlich ein Präsentierteller, ja, also da will man dann die neuen Trikots haben, dann will man dann natürlich irgendwie sich neu ausrüsten, die Leute werden motiviert, Sport zu machen oder irgendwas, das spielt immer eine Rolle. Ja, ob das jetzt dieses Jahr natürlich der Auslöser ist, ich glaube, alles hängt ja davon ab, wie jetzt die nächsten Wochen diese sportlichen Großereignisse gibt, dass das auch eine Euphorie auslösen wird und natürlich auch in dem Sektor deutliches Potenzial eröffnet. Das steht für mich absolut außer Frage. Von daher bin ich dafür durchaus positiv. Aber ich glaube, der Investitionspunkt für diese Aktien, der liegt eher jetzt irgendwann in den nächsten Wochen als im nächsten Jahr. Du hast gerade schon mal gesagt, oder der Name ist schon mal gefallen, der Aktie Antasports. Und zwar schreibt hier der Olli auch, generell empfiehlt ja das Team von Aktienlust auch die oftmals günstiger bewerteten chinesischen Pendants zu bereits sportlichen im Sinne von hoch bewerteten Titeln, wie zum Beispiel Alibaba und JD.com zu Amazon oder Baidu zu Alphabet. Vor diesem Hintergrund, was hält denn der Jürgen von Antasports, dem chinesischen Sportartikelhersteller, zu denen ja auch die Marken Fila sowie Wilson für Tennisschläger und Atomic für Ski gehören? Ja, definitiv. Also ich habe es ja eben schon erwähnt,
eine absolute Alternative dazu. Ja, weil natürlich die Chinesen ja auch ihr eigenes Denken haben. Ich meine, man muss sich vorstellen, in China selbst spielt Facebook oder Google überhaupt gar keine Rolle. Ja, Amazon auch nicht. Die haben ihre eigene Welt und natürlich haben die auch in Sachen Sport ihre eigene Welt. Klar, Nike, Adidas sind auch da sehr, sehr beliebt. Aber Antasports natürlich hat er durchaus die Möglichkeiten, da Marktanteile abzuluxen. Und ich meine, der Chart spricht Bände, wenn man sich die Aktie anschaut. Sehr, sehr gute Entwicklung und wie gesagt, eine Top-Ergänzung zu den bekannten internationalen Aktien, die wir ja immer wieder im Fokus haben. Dann hat er noch eine Frage im Luxusbereich, und zwar die Tiffany-Übernahme durch LVMH steht vor dem Aus. Wer weder in die eine noch in die andere Aktie investiert ist, welches Unternehmen würdet ihr favorisieren? Eventuell gibt es weitere Übernahmefantasien von Tiffany. Was meinst du? Also wie gesagt, ich glaube, Tiffany ist jetzt erstmal ein bisschen außen vor. Die haben natürlich jetzt, die versuchen ja auch wieder dagegen zu klagen, dass die LVMH zurückzieht. Also das auf LVMH mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, weil natürlich, das hätte gut gepasst, aber wenn es nicht so ist, dann wird man andere wiederum Marken finden, sicherlich in Zukunft, die man da gut ergänzt. Im Endeffekt ist eben Luxus ja ein Dauerthema und ein Dauerwachstumsmarkt. Und ich sage, wenn LVMH jetzt wieder unter 400 Euro fällt und da sind wir heute Richtung 380, vielleicht auch mal 350 Euro, dann ist das sicherlich mein Favorit von den beiden genannt. Dann haben wir noch eine Frage zum Schluss von dem Daniel, fand ich ganz interessant. Er ist noch Anfänger und ist erst seit 2 Monaten investiert. Und er schreibt, da er bisher noch am Anfang steht, baue ich mir gerade ein Depot mit grundsoliden Unternehmen aus, verschiedenen Branchen und Ländern auf, zum Beispiel Apple, Unilever, PepsiCo. Und eine richtige Luxusmarke ist bisher noch nicht dabei, schreibt er. Und die einzige, die von den Zahlen her für mich in Frage kommen würde, ist LVMH. Diese möchte er aber aus moralischen Gründen nicht im Depot haben. Habt ihr Tipps für andere starke Luxusmarken, mit denen man nichts falsch macht und die ich mir mal näher anschauen sollte? Vielen Dank vorab. Also das ist natürlich eine grundsätzliche Frage. Ich habe da immer Schwierigkeiten damit, wenn Aktionäre die Moralfrage stellen. Ja, weil wer ist moralisch und wer ist unmoralisch? Ja, da kann ich eigentlich über jedes Unternehmen sprechen und das in Frage stellen. Natürlich kann man seine eigenen Vorlieben oder sollte das auch in seine Portfoliostrategie irgendwie umsetzen. Aber an der Börse geht es ja durchaus darum, langfristig Geld zu verdienen. Und wenn ich in einem Sektor anlegen will, dann sollte ich mir die besten Aktien greifen. Und im Luxussektor ist einfach LVMH die beste Aktie. Und ich glaube auch nicht, dass es im Luxussektor wirklich die moralisch integre Aktie gibt. Das widerspricht sich schon fast, weil Luxus ist niemals moralisch integer. Da könnte man immer sagen, also die Leute, die sich so eine Louis Vuitton-Tasche kaufen, die sollten das Geld lieber spenden. Ja, oder wer sich irgendwie eine super teure Uhr kauft oder Schmuck kauft, ist ja auch moralisch irgendwie die Frage. Ich sehe es ja immer anders, weil hinter diesen Unternehmen stehen auch immer Arbeitsplätze. Und ich bin immer der Meinung, dass die Menschen, die viel Geld verdienen, wenn die das Geld auch ausgeben, wenn sie es investieren, und viele, gerade in den USA, die reichen Menschen, die machen Stiftungen, die investieren sehr, sehr viel Geld, auch in gemeinnützige Dinge, dann macht das Ganze auch Sinn und da macht auch eben Luxus Sinn. Und ich denke, man sollte diese Dinge einfach auch immer wieder mal hinterfragen, wenn ich mir da Gedanken mache über die Moral. Da gibt es immer zwei Seiten oder vielleicht sogar noch mehr. So eindeutig lassen sich diese Themen nie beantworten. Also das heißt, LVMH ist ganz klar dein Favorit im Luxussegment. Und hast du vielleicht doch noch eins, zwei andere, vielleicht Kering oder Hermes? Was sagst du da dazu? Natürlich, ich kann letztendlich auch in eine Apple investieren, habe ich auch ein bisschen diesen Luxus. Es gibt ja die Apple Watch von Hermes. Ja, ist ein tolles Unternehmen, habe ich auch überhaupt keine Bauchschmerzen damit, in solche Unternehmen zu investieren. Aber der Favorit bleibt LVMH, die anderen sind nicht besser. Ja. Moralisch. Das ist ein Schlusswort. Ja, danke Jürgen für deine Einschätzung zu den Fragen. Das war's soweit von den Fragen hier. Ja, ich hoffe, wir haben alles soweit beantwortet und das Schlusswort hast du. Ja, erstmal wieder Dankeschön, was du alles wieder so gesammelt hast, ja, und immer sinnvoll.
Und ja, an der Stelle nochmal auch ein Hinweis eben an die Zuschauer. Es geht ja weiter bei uns, viele spannende Themen demnächst, die wir aufrollen werden, weitere Konferenzen, die wir machen. Im Club machen wir natürlich am Donnerstag mit Volker Schulz das Thema. Richtung Oktober ist ja auch was ganz Spannendes am Start, dürfen wir noch nicht zu viel verraten. Auch genauso, was unser Live-Format angeht, was wir planen, da tut sich ja auch viel. Und da freuen wir uns ja auch nach wie vor immer wieder, wenn du dabei bist. Und das haben wir auch, mit dir haben wir auch was Spannendes vor, das dürfen wir auch verraten. Ja? Da dürfen die Zuschauer dürfen sich auf echt ein spannendes Format freuen. Und aber wir sind noch in der Vorbereitung, Nicole, wie du weißt. Und genau. Wir werden erst Vollzug melden, wenn alles im Kasten ist. So ist es. Und von daher an dieser Stelle, wie gesagt, Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Machen Sie sich nicht so verrückt mit der Börse, was da aktuell passiert. Das gehört dazu. Wie gesagt, wir sind froh, dass die Börse auch mal Luft holt. Und wir bleiben ja auch immer für Sie am Ball und werden Ihnen auch wieder die Signale geben, wenn es heißt, wir gehen verstärkt rein oder auch irgendwann wieder, wir gehen jetzt all in. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Danke dir, liebe Nicole.